Hallo Freunde, wir sind in der dritten Runde angekommen. Und ob Andi aus den ersten beiden hart umkämpften, unglücklichen Niederlagen, welche Folgen das hatte und was heute jetzt in der dritten Runde passiert ist, das schauen wir uns jetzt an. Also, los geht's. So, in Runde 3 hat der Andi mit den schwarzen Steinen gespielt gegen Tim Eichler, 1338. Also nicht mehr ganz so viel besser, ja? Von der Zahl her. Hier sollte vielleicht was drin sein. Wir schauen mal. Der Gegner spielt D4 und D7, D5. Dieses Damengambit, ja, das hatten wir in der ersten Runde schon, wo dieses Albins Gegengambit aufs Brett kam. Okay. Hier kam Springer F3 und damit, ja, umgeht man dieses Albins Gegengambit. Springer F6, okay. Und C4, damit sind wir wieder im Damengambit. Ganz kurze Anmerkung, die jetzt hier für dieses Niveau nicht entscheidend ist, ja? Aber durch dieses Springer F3 kann man zum Beispiel nicht in der Abtauschvariante diese Springer GE2-Varianten spielen. Das ist, naja, für Repertoire und Fortgeschrittene, sage ich mal, eine wichtige Nuance. Diese Springer F3 ist natürlich vollkommen spielbar und auch alles völlig solide und okay. So, jetzt gehen wir aber hier halt in diesen Weg, dass wir Damengambit haben und nicht dieses Albins Gegengambit haben. Das heißt, hier haben wir im Grunde natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir könnten die angenommene Damengambit-Variante spielen. Wir könnten mit C6 ins Slawische übergehen. Oder mit E6 in das ganz normale, klassische Damengambit. Die Züge E6 und C6 haben halt beide gemeinsam den Vorteil, dass wenn Weiß hier auf D5 jetzt oder später schlägt, haben wir eben entsprechend mit unserem Bauern, den wir gezogen haben, können wir zurückschlagen und wir haben einen Bauern im Zentrum. Und das ist ja so dieser klassische Ansatz, dass man sagt, man will einen Bauern ins Zentrum stellen. Ich weiß, der ist natürlich nicht mehr super zeitgemäß und mit Nuancen, moderne Zeiten und so weiter. Aber grundsätzlich war natürlich, ist ein Bauern ins Zentrum zu stellen, ist ja nach wie vor keine schlechte Idee. Ne? Und dann wäre halt, ja, ein Bauern im Zentrum, dann ist alles gut. Jetzt gucken wir mal, jetzt, wenn man jetzt so ein bisschen vielleicht schon aus dem Buch ist oder nicht so richtig sattelfest mit Theorie ist und immer irgendwie ein unternehmungsreicher Spieler ist, dann kommt man hier vielleicht auf die Idee, Läufer D4 zu spielen. Und auf den ersten Blick, naja, gut, dann ziehe ich den Läufer raus und mache dann die Kette zu. Wo ist das Problem? Und ja, wenn der Gegner das nicht ausnutzt, ist das auch kein Problem. Problem ist, diesen Läufer hier, wenn man den so früh rauszieht, ist eben die Problematik mit dem Punkt B7 hier immer zu beachten. Und ich habe mal als beispielhafte Variante was vorbereitet. Also in der Partie kam, in der Partie kam Springer C3. Wir gucken uns jetzt hier mal nach Läufer G4 eine Variante an. Denn rein ganz klassisch wäre jetzt C mal D eine logische Fortsetzung, denn Schwarz kann ja jetzt nicht mit einem Bauern zurückschlagen. Müsste also mit einer Figur zurückschlagen. Dann kommt Springer E5, auch ein Tempogewinn auf diesen Läufer hier. Und das Läuferpaar wollen wir ja auch nicht abgeben. Und wenn der Läufer nach H5 zurückgeht, um den F7 zu decken, dann haben wir eben das Problem, dass jetzt schon Dame B3 kommen kann. Und dann sehen wir, ah, der B7 ist angegriffen. Auf dieser Diagonale ist ein bisschen Druck. Immerhin, der F7 ist gedeckt, ja. Und wenn Springer B6 kommt, dann klassischerweise der Zug Dame H3. Dieses Motiv können wir uns einfach nur mal merken. Ist jetzt kein Vorwurf an Andi oder so. Aber grundsätzlich, dieses klassische Motiv, dieses Läufer G4 kommt so oft vor, dass man mit der Dame hier rausgeht, Tempo gewinnt und vielleicht nach H3 geht, noch ein Tempo gewinnt. Die Idee ist, wenn der Läufer zurückzieht, kann man den schlagen. Und jetzt muss der F-Bauer schlagen. Und dann hat man hier auf den weißen Feldern schon, das sieht alles nicht schön aus. Ne? Und das ist einer, nach E3 und Läufer kann rauskommen. Das sieht alles nicht schön aus. Und das ist eine der Begründungen, warum so Züge wie Läufer G4 einfach zu riskant sind und nicht als theoretisch wertvoll angesehen werden. Okay, aber wir haben mal gesehen,
Der Gegner spielt Springer C3 und ja, ich meine, wir müssen ja jetzt auch bei 1300 jetzt nicht erwarten, dass beide bis hier oben Oberkante, Unterlippe mit Theorie vollgepumpt sind. Ja? Da werden einfach normale Entwicklungszüge gemacht und dann wird geguckt, was da rauskommt. Ja? Das ist relativ normal. So, jetzt E7-6, gut, das war ja der Plan. Und Weiß spielt Läufer G5. Ein sehr, sehr klassischer Zug für Damengambit. Ja? Läufer G5, dann will man E3 spielen, damit der Läufer hier draußen und vor der Kette ist. Und dann so die ganz normalen Damengambit-Züge, vielleicht Turm C1, ja, und dann entwickeln und so weiter. Spricht auch grundsätzlich soweit nichts gegen. Die bestraft diesen Läuferausflug nach G4 eben nur nicht, ja, weil dieses Dame B3 oder irgendwelche Angriffe hier auf B7, ja, oder vielleicht mal ein Springer E5 mit Tempo gewinnen und so weiter. Das wären so die Herangehensweisen, um das zu bestrafen. Und das ist hier eben nicht passiert. Und jetzt könnte Schwarz, wenn er jetzt, er ist ja dran, und wenn er jetzt ein solider Spieler wäre, würde er hier mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit einen Zug wie C7, C6 spielen. Das hat zwei grundsätzliche Ideen, nämlich dass den Bauern hier im Zentrum zu sichern und zu stabilisieren. Und man hat darüber hinaus immer auf Dame B3 die Idee, mit Dame B6 zu spielen, um diesen zu schützen. Ja, und wenn der hier schlägt, dann schlägt man mit dem A-Bauern zurück und möchte sich die halboffene A-Linie für seinen Turm zunutze machen. Das sind so die groben Grundideen bei so einem Zug wie C7, C6, ja, und das Zentrum wird einfach komplett überdeckt und alles wird gut. Jetzt gucken wir mal, wenn man ja im Grunde kein Theorie-Repertoire hat und im Grunde nur von Zug zu Zug geraten muss und so, dann können eben auch mal, naja, Dinge schiefgehen. Es kam H7, H6. Ja, greift den Läufer an und möchte diese Fesselung hier direkt aufheben. Ist ein kleines Risikospiel, keine Frage. Denn was passiert denn, wenn Weiß jetzt hier auf F6 nimmt? Jetzt soll ich mit der Dame zurückschlagen? Dann ist nach Springer E5, um den Doppelbauern hier auf F3 zu vermeiden. Ne? Aber grundsätzlich hier nach dem Schlagen auf D5 ist einfach ein Bauer weg. Und ohne erkennbaren Gegenwert. Ne? Und wenn ich nicht mit der Dame schlage, sondern mit dem Bauern, kann ich natürlich machen, würde dann von der Struktur nach dem Tauschen, aber hier einen isolierten Einzel-Doppel, also Doppelbauern, das ist ja auch nicht, ja, wie soll ich jetzt jemals kurz rochieren, ist der König viel zu offen. Das sieht alles überhaupt nicht schön aus. Diese Bauern sind halt eben schwach und dann ist dieser H6-Bau auch eine Schwäche. Und deswegen H7, H6. Jetzt gehen wir wieder in unsere Partie zurück. Sicherlich kein guter Zug. Ne? Jetzt haben wir aber auch Glück. Man muss ja auch überlegen, der Gegner, ja, auch morgens um 10, ja, vielleicht auch noch nicht ganz wach, hat auch keine Ahnung von Theorie und folgt einfach nur irgendwelchen Schemata, die er irgendwo mal gelesen hat. Und geht hier einfach mit dem Läufer zurück, um diese Festung aufrechtzuerhalten. Ja? Und dann erkennt man eben, ja, dass man eben vielleicht auch die Erfahrung fehlt, um solche Dinge positionell auszunutzen. Okay. Jetzt Läufer E7. Jawohl, jetzt sind wir wieder in der Reihe. Ne? Und Läufer E7 statt H6 wäre auch gegangen, um danach irgendwie C6 zu spielen. Oder so. Aber wir gucken uns nochmal eben eine ganz kleine Variante an. Wenn nämlich jetzt hier Läufer E7 kommt, nur eben als Beispiel und nach dem Tausch, diesem Tausch und Dame B3, jetzt ist nämlich der F6, der Springer F6 getauscht, sprich der D5 ist schwach und angegriffen. Das sind so die kleinen Indianertricks, mit denen man als Weißer auch parieren kann. Jetzt kann man immer noch sagen, ah, ich kann aber hier schlagen. Und dann ist ja auch der D4 weg. Und kann man natürlich machen. Und deswegen, also ist noch nicht verloren, die Partie ist nur eben, man begibt sich auf sehr, sehr dünnes Eis. Und das ist alles, dass man mit Schwarz eigentlich nicht so gerne möchte. Man möchte mit Schwarz entweder sofort ein Gambit spielen und Initiative übernehmen, aber meistens basiert ja jedes Gambit auf einer gesunden Struktur.
Und warte, wir gehen mal wieder hier hin zurück. Und das hier ist die Struktur einfach nicht so richtig gesund. Ja? Wenn ihr jetzt hier auf B7 nimmt und alles isoliert und vereinzelt und ja, das sieht irgendwie komisch aus. Ja, weiß, es steht auch ein bisschen in Gefahr. Man hat hier Gegenwerte, gar kein Problem. Ist aber wie gesagt dünnes Eis. Ja? Und wir gehen mal wieder in unsere Stellung nach Läufer E7 zurück. Und hier könnte man halt jetzt immer noch Dame B3 spielen. Jetzt hat man Dame B6 nicht zur Verfügung. Und Dame C8 ist auch schwierig, weil man damit den D5 hier nicht mehr ausreichend gedeckt hält. Also so ein Zug wie Dame B3 wäre hier immer noch im Bereich des Möglichen gewesen für den Gegner. Der hat aber einfach mit E3 die klassische normale Fortsetzung gewählt. Okay, 0-0 und Läufer E2 entwickeln. Das heißt, wir haben jetzt mit Schwarz schon mal wunderbar. Mit ein bisschen Glück, aber die Klippen der Eröffnungstheorie, der ersten Züge umschifft. Jetzt müssen wir überlegen, wie geht's weiter? Und Damengambit ist grundsätzlich gerade mit diesem klassischen E7, E6, ist er darauf ausgerechnet, ruhig oder ausgelegt, ruhig und positionell auf Ausgleich zu spielen. Sprich, man will die Figuren rausbringen, das Zentrum stabilisieren und dann nach und nach gucken, wie es weitergeht. Man will aber nicht mit der Tür ins Haus fallen und sofort Action und los geht's, ja? Wenn ich das wollte, dann könnte ich im dritten Zug, wir gehen mal hier hin, kleine Variante. Ihr seht, ich springe so ein bisschen, ja, aber das gehört ja immer so ein bisschen zusammen. Dass, wenn Weiß hier C4 spielt, wenn ich hier Action will, dann kann ich hier auch meinetwegen jetzt schon mit C5 anfangen. Ja? Gibt es auch. Dann habe ich auf jeden Fall ungewöhnliche Strukturen, wenn ich die haben will. Oder ich spiele halt nach E6 und Springer C3, dann spiele ich C5, dann bin ich in der Tarasch-Verteidigung. Oder hier in dem Fall in der Semi-Tarasch-Verteidigung. Aber das sind so Züge, wo ich frühzeitig Zentrum angreife und ganz bewusst einen Isolani auch in Kauf nehme und mich hoffentlich auch ein bisschen auskenne, weil wenn ich mich danach schnell entwickeln kann und ein bisschen Druck hier im Zentrum habe, würde jetzt zu weit führen, ja, aber dann wäre ich aktiv unterwegs. Jetzt hier nach Läufer E2, wir gucken wieder hier in unsere Partie, sollte Andi jetzt unbedingt mit C6 oder mit Springer BD7. Also, aber lieber RC6, das Zentrum nochmal stabilisieren und froh sein, dass er bis hierhin überlebt hat. Was man nicht machen sollte, ist, wenn man noch nicht entwickelt ist und naja, irgendwie auf einmal hier die Zelte abbrechen. C5 ist jetzt überhaupt kein Fehler, zeigt nur, dass man noch gar nicht so richtig verstanden, also aus meiner Sicht jetzt, ne? Ich gehe davon aus, dass beide keine Theorie drauf haben und alles auswendig können und so. Dass hier so ein paar kleinere Grundprinzipien von positionellen Grundlagen in irgendeiner Form vielleicht fehlen. Ne? Und mir fällt es natürlich besonders auf, weil hier ist sofort Action und Brett in Flammen und ja, und das steht aber alles nicht auf solidem Fundament, sondern das ist alles so, wir fangen mal im dritten Stock mit dem Hochhaus an, ja, und gucken dann weiter. Ein bisschen riskanter eben. Aber so ist Andi. Alles gut. Weiß schlägt ja auf C5. Ja, und damit umgeht er hier Schlagvarianten auf D4, dass wir hier mit Weiß einen Isolani bekommen. Ja, zum Beispiel. Schlägt C5. Und jetzt haben wir aber den allerletzten Moment. Andi spielt hier einfach Läufer, schlägt C5. Und das ist natürlich ein Indiz, dass das ist nicht gut. Spätestens hier muss man zwingend den Zug D schlägt C einschieben. Weiß, wenn man ein bisschen Theorie kennt und verschiedene andere Stellungen aus dem angenommenen Damengambit oder aus Wiener Partie oder ja, oder dem Horwitz-Angriff im Damengambit mit diesem Läufer F4 ist das. Okay, da kommt dieses D schlägt C eben auch vor und das ist eben darauf ausgerichtet, dass nach diesem D schlägt C jetzt auch die D-Linie auf ist, die Dame auch nochmal Druck auf diesen D5 ausübt. Und das
gilt es zu vermeiden mit diesem D/C. Und dann ist der Druck hier weg. Ja, die Dame ist ja gedeckt, kein Problem. Ich weiß, man an die will die Dame nicht tauschen. Ne? Aber manchmal ist es eben so. Ne? Und in unserer Partie folgte Läufer C5. Und jetzt haben wir eben, naja, alles Schlechte aus allen Welten zusammen. Weiß ist solide weiterentwickelt, braucht nur noch die Rochade machen. Er hat diese Fesselung jetzt hier aber wieder. Und er hat vor allem sehr, sehr massiven Druck auf diesen Bauern D5. Naja, und dann schlagen wir hier eben einfach. Ja? Und jetzt ist schon quasi ein Bauer weg. Und was soll ich machen? Ja? Zurückschlagen, der kann ja auch hier zwischenschlagen, dann ist der hier einfach weg. Jetzt kann man sich wieder ja, im Kreis drehen. Jetzt habe ich nach 10 Zügen wieder einen Bauern und zwar nicht geopfert oder nicht als Gambit gespielt, sondern ich habe ihn einfach eingestellt. Das heißt, ich habe keine adäquate Drohung, keine Aktivität dafür. Das ist ein Problem. Nach 10 Zügen Bauern weniger haben, ist jetzt nicht zwingend die schönste Eröffnungsphase. Ein bisschen nachvollziehbar oder entschuldigen kann man das am Vortag, diese 5 Stunden, diese langen Partien und jetzt als Amateur muss man sich auch irgendwie erholen und so. Und die Nacht ist natürlich kurz in dem Sinne. Und dann muss man direkt weiterspielen. Und dann wieder gegen den stärkeren Gegner. Ja? Und dass man da vielleicht irgendwie auch mal irgendwie eine Öffnung hat, wo man irgendwie daneben greift. Das kennt auch der Raphael übrigens. Ja, von daher, Raphael, schöne Grüße. Das passiert. Das passiert jedem Mal. Deswegen alles gut. Jetzt müssen wir mal gucken, kriegen wir denn hier noch irgendwie was gezaubert als Gegenwert? Andi versucht Dame B6 und versucht hier Verwirrung zu stiften auf dem B2 zum Beispiel. Und hat aber den Nachteil, dass die Schlagen auf F6 zugelassen wird. Der Läufer selber deckt den Springer. Sprich, wenn jetzt die Dame auf B2 schlüge, ja, wäre der Springer C3 gedeckt. Das geht also nicht. Also müssen wir jetzt hier erst auf F6 zurückschlagen. Okay. Aber immerhin, jetzt hängt dieser Bauer. Andererseits, wer so ein bisschen, ja auch meine Videos ab und zu mal verfolgt, der wird ahnen, dass ja, ich habe den offenen König oder den offeneren König. Ich habe mich noch nicht entwickelt. Und dann hier mit der Dame irgendwie auf Bauernraub gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das allein die statistische Wahrscheinlichkeit, dass sowas gut gehen kann, schon sehr, sehr gering ist. In Bullet-Partien und so weiter versucht man es vielleicht, ja, dann ist es egal, wie es ausgeht, dann drückt man nächste Partie und geht es weiter. Ja? Man denkt ja nicht nach über diese Partien. Aber bei so einer Turnierpartie, da denkt man, da hat man nur diese eine Partie. Ja, wenn man die verloren hat, muss man wieder stundenlang warten und, ja, und sich rumärgern und so weiter. Ist halt eine andere Welt. Und deswegen, aber grundsätzlich auf B2 hier zu schlagen, ist schon eh ein riskantes Schwert. Trotzdem, also Weiß könnte, hoppla, Weiß hat hier Dame C2 gespielt und diesen Bauern gedeckt. Ich habe mir natürlich erstmal angeguckt, erstmal Rochade machen, ja, König in Sicherheit bringen. Dieser Bauer, ist der denn überhaupt schlagbar? Und dann sehen wir schon, kommen so Züge wie Springer A4. Man muss die Dame wegziehen, den Läufer gedeckt halten. Der wird getauscht. Und Dame A4 folgt mit Tempo auf den Läufer. Und wenn der sich tauscht, habe ich natürlich hier den D5 wieder im Auge. Sprich, wenn ich jetzt hier auf D5 schlage, erstens ist natürlich hier alles offen. Der ist isoliert. Ich kriege mit Turm C1, Turm FD1 super schnell alle meine restlichen Figuren raus. Ich kann aber auch versuchen, mit Dame G5, Dame G4, Dame F5, ja, und vielleicht diesen Schlagen und mit Läufer hier auf dieser Diagonale Drohungen aufstellen. Also hier spielt im Grunde immer nur einer, ne? Und das ist dann Weiß und das sehr undankbar, solche Stellungen. Also auch das wäre wahrscheinlich gegangen für Weiß und zeigt im Grunde, dass dieser Gegenangriff gegen den B2 nicht zwingend, naja, erfolgsversprechend ist. Aber gut, Dame C2, jetzt kam Läufer F5. Okay, hält die Läufer auf, die Figuren auf dem Brett, das ist gut. Wenn man was weniger hat, will man die Figuren auf dem Brett lassen, damit man mit möglichst vielen Figuren irgendwie ein Unheil anrichten kann. Jetzt kommt der Gegner und spielt E4. Und das ist natürlich super spannend, denn das öffnet diese Diagonale hier.
Und Andi schlägt hier auf F2 und holt sich seinen Bauern zurück. Na, das ist doch schon mal was. Das Problem ist, dieser Läufer auf F2, also erstmal hängt ja hier der Läufer auf F5 und der Läufer auf F2 ist sehr, sehr stark gefährdet. Warum? Weil nur die Dame deckt. Und so wie es auch kam in der Partie, zieht der Läufer weg. Und jetzt könnte der Gegner schon, also es kam Turm D1 und das ist gut genug für einen Vorteil, überhaupt keine Frage. Aber was ist denn, wenn hier Springer A4 kommt? Greift die Dame an, nimmt dieses Feld unter Kontrolle. Dieses Feld hat der Springer. Ich habe also nur noch den hier. Ja, und dann ziehe ich einfach den Läufer weg, mache die zweite Reihe frei. Der Läufer kann hier nirgendwo mehr hin, weil der Springer da steht. Läufer weg und ja, macht die Sache auch nicht besser. Ne? Ja, man könnte jetzt noch überlegen, was passiert, wenn ich jetzt hier auf E4 schlage als Beispiel. Zum Beispiel hier so. Ne? Weil wenn ich jetzt hier schlage, dann kann ich jetzt hier schlagen. Aber im Endeffekt, ja, dann tauscht der Weiße die Dame und dann hängt hier. Ja, gut, ich bekomme zwei Bauern für die Figur. Aber das ist definitiv nicht wert. Ich habe keine Figuren mehr, ich habe keine Dame mehr irgendwie für Angriff, für Initiative, was ja für einen Andi schon mal wichtig ist. Und hier ist auch objektiv einfach nicht ausreichend, ja, mit dieser kaputten Bauernstruktur. Und das reicht vorne und hinten nicht aus. Und deswegen, wir gucken mal wieder in unsere Partie. Ein bisschen Glück haben wir gehabt, Turm D1. Das gibt uns so ein ganz kleines bisschen Luft, um vielleicht hier irgendwie mit diesem Läufer zu operieren und den rauszuziehen. Aber ausgerechnet nach C5 zu gehen, und hier sind wir wieder in der Psychologie vielleicht so ein bisschen. Ja, man merkt ja, man steht irgendwie nicht gut und da läuft nicht und so. Und vielleicht sollte man nochmal gucken, vielleicht irgendwie dann hier nach E3 gehen, dann ist er zumindest nicht angegriffen. Ja? Sieht alles nicht optimal aus, keine Frage. Aber immerhin, wenn ich nach C5 gehe, ja, und das ist eine psychologische Sache, dass ich einfach vielleicht mental schon abgeschaltet habe und dann automatisch wieder einen schlechten Zug mache. Und das ist kein gutes Mindset. Das gilt jetzt nicht nur für den Andi, sondern allgemein. Ja? Wenn ihr schon weiterspielt, dann konzentriert euch und spielt gut weiter. Ja? Und nicht hier nach Springer A4. Einfach die Puppen einstellen. Dann wird es kritisch. Ja, dann macht das Spielen weder Spaß, weder euch noch dem Gegner. Und dann ist es sehr, sehr frustrierend. Ja, und nach Dame A5, Springer schlecht C5. Haben wir zwar, ja, wir haben jetzt noch einen Bauern und so, ja, aber objektiv ist natürlich hier komplett alles lost. Ja? Und witzigerweise nach D mal E, F mal E, die Dame deckt das ja, aber. Eine kleine Taktik wenigstens als versöhnlicher Schluss nochmal. Genau, weiß macht einfach Springer, schlägt E6 und der nächste Bauer ist weg, denn nach Dame E6, das war der letzte Zug der Partie, folgt der Läufer C4 mit diesem Spieß. Ja, und dann hat man sicherlich überhaupt keine Lust mehr auf Schach. Zumindest nicht an diesem Morgen. Andi. Das kann mal passieren, ja, dass die Öffnung nicht läuft, wenn man es nicht kennt und so weiter. Und man kommt nicht in diese Stellung, in diesen Flow, den man haben will. Ne? Deswegen, Damen-Gambit Ivins gegen Gambit ist gut, aber wenn der Gegner das mit Springer F3 und so weiter verhindert, sind die Stellungen eben von Haus aus eher geschlossener Natur. Und dann ist es sehr viel schwieriger, da irgendwie ein Fass aufzumachen, um irgendwas künstlich herbeizuholen. Ja, und dann trägt man meistens nur selber das Risiko. Und das ist in der Partie eben leider schief gegangen. Also, wie gesagt, kann alles mal passieren. Ja? Jetzt gilt es eben, das abzuhaken, zu sagen, okay, das war nichts. Jetzt drücke ich den Reset-Knopf, mache ich mental sage ich, okay, jetzt nächste Partie fange ich wieder bei Null an und dann konzentriere ich mich wieder und dann geht es weiter. In dem Sinne, Andi, ich drücke die Daumen, ja? Lass sie nicht hängen und passiert. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.